Hallo, liebe Zuschauer. Hier war das Beet mit Kartoffelpflanzen. Aber die sind kaputt gegangen wegen Fäule. Und jetzt bearbeiten wir diese Stelle. Erstmal umgraben. Alle Unkrautpflanzen haben wir schon entfernt. Und das ist jetzt sauber so geworden, einigermaßen. Die Pflanzen waren krank und deswegen befinden sich viele Krankheitserreger in dem Gartenboden. Und die müssen wir desinfizieren. Auf dieser Stelle sind bei mir Kartoffeln gewachsen. Aber sogar nicht nur normale Kartoffeln. Ich habe Kartoffelschalen eingepflanzt. Und ich kann behaupten und bestätigen, dass aus Kartoffelschalen auch sehr gute Kartoffeln wachsen können. Und bei mir, ich habe die Kartoffelschalen zu spät eingepflanzt, sehr früh rausgegraben. Und trotzdem, ich bin zufrieden, was daraus gewachsen ist. Wäre der Sommer normal, hätte ich nicht am Ende Juni erst gepflanzt, sondern früher und nicht so früh rausgegraben. Wirklich, wirklich, es wäre gute Ernte aus Kartoffelschalen. Aber jetzt die Rede über Maßnahmen, und zwar Desinfektionsmaßnahmen. Man muss die Erde desinfizieren, alle Mikroben vernichten und natürlich jeder Gärtner, der eigene Obst, Gemüse isst, der will nicht mit chemischen Substanzen was zu tun haben. Und ich auch. Deswegen verwende ich für Desinfizierung vom Gartenboden Permanganat Kalium. Ich kann nicht sagen 100%, aber schon 95% ist dieser Stoff nicht schädlich. Und das ist ein billiges Mittel und in Russland hat man das Jahrzehnte gebraucht für Desinfizierung vom Boden, Gartenboden und überhaupt für andere Sachen auch. Und das war immer in Apotheken verkäuflich. Aber was billig ist und nützlich ist, verschwindet und besonders die letzten 2 Jahre besonders schnell, weil die 2 Jahre der Krankheit, es ist so geworden, dass viele Werke, Fabriken, Industrien zugeschlossen haben oder ganz wenig produziert haben. Und deswegen jetzt haben wir Defizit von vielen, vielen Produkten und Lebensmitteln. Kommt in Zukunft bestimmt auch wegen Naturkatastrophen. Ernte wird nicht so gut wie die letzten Jahre, denke ich mal. Und darum habe ich in Deutschland im Internet gesucht, Permanganat Kalium. Ich habe jetzt für Bearbeitung, jetzt im Herbst, genug. Aber ich möchte Reserven haben. Wollte bestellen, Internetsuche, nichts. Halbes Jahr vor habe ich noch in Apotheken gekauft, hier und im Internet auch waren, konnte mal kaufen. Jetzt nirgendwo, jetzt wisst ihr, ich habe gefunden endlich im Internet, aber das ist Sendung vom Thailand und ich werde erst im Oktober bekommen. Jetzt habe ich bestellt, weil wenn ich jetzt verwende, dann habe ich nichts mehr. Aber dieses Mittel mag ich, dieses Mittel verwendet man, ich weiß nicht wie in Deutschland, aber in Russland schon Jahrzehnte. Und in Russland, ich war eine Woche in Russland im Sommer, das war notwendig. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr da landen,
es wird keine Möglichkeit mehr. Ich verabschiede mich mit meiner Heimat und mit den Freunden und Verwandtschaft, die noch dort geblieben ist. Also dort war ich auch in Apotheken, auch nichts, wirklich, was fast nichts kostet und was sehr nützlich ist, diese Waren, die sind längst ausverkauft. Also wie verwende ich Permanganat-Kalium? Man muss für 10 Liter Eimer nicht heißes, sondern ungefähr 70 Grad Temperatur Wasser, ziemlich warm, nicht ganz heiß, aber schon nicht lauwarm. Dafür muss man 15 Gramm, das ist voll, Teelöffel ist voll, 15 Gramm Permanganat-Kalium nehmen. Falls ihr keine genaue Waage hat, dann kann man schon Teelöffel. Und mit dem muss man das Beet gießen. Hier im Eimer habe ich momentan 5 Liter Wasser, ungefähr 70 Grad warm und halben Teelöffel Permanganat-Kalium habe ich Donai. Solche Mittel bekommt man, das ist ziemlich dunkel, aber das ist gut für Desinfizieren von dem Boden. Und mit dem gieße ich mein Beet. Da ist das Zeug Permanganat-Kalium, aber besser mit Handschuhen immer arbeiten, weil die größeren Mengen, die sind gefährlich für nackte Haut. Aber so verdünnt mit Wasser ist das gut für Gartenboden. Ich gieße kann alles. Und gieße natürlich bearbeite mein Beet. Fünf Liter Permanganat-Kalium-Lösung ungefähr für 2 Quadratmeter. So, die Gießkanne mit 5 Liter verteile ich auf dieser Fläche. Mach